Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute die Fanta. What's für Fanta? Ja, eine grüne Fanta. Entdecke What's für Fanta, das erste Fanta-Geschmacksrätsel aller Zeiten. Gleicher Look, verschiedene Geschmacksrichtungen wirst du es schaffen, What's für Fanta zu raten. Also kann entweder sind da jetzt wirklich verschiedene Geschmacksrichtungen drin in einer oder es gibt verschiedene Fanta mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Oder ja, es gibt halt wirklich nur diese eine, wo man kalt den Geschmack geraten muss. So sieht die ganze aus, ja, in grün. Gab es beim Aldi, ja. Ist auch die erste mit so, wo du Geschmacks erraten musst, auf jeden Fall, steht zumindest da. Und ich habe mir jetzt schon mal ein bisschen was eingekippt hier in mein Boosterglas. Und wir probieren das Ganze jetzt einfach mal. Okay, schmeckt nach Apfel. Oder ist das Holunderblüte? Ihr könnt ja gerne mal, wenn ihr die findet, könnt ihr die gerne mal kaufen, könnt ihr mal unter dem Video mal einen Kommentar versetzen, wo ihr denkt, welche Geschmacksrichtung das ist. Das ist ganz interessant eigentlich. Ich weiß nicht, könnte aber auch Kiwi sein. Ich finde, gut, hinten steht auch drauf, dass es wohl irgendwie mit Apfelsaft aus Apfelsaftkonzentrat ist. Also Apfel ist nicht ganz so abwegig, aber ganz nach Apfel schmeckt die auf jeden Fall nicht. Ein bisschen Kiwi-Geschmack irgendwie oder Holunderblüte, wobei Holunderblüte eher nicht. Kiwi, Apfel, irgendwie sowas vielleicht in die Richtung. Ja. War ganz interessant, ich habe es gesehen, hab mir direkt mal für ein Video geholt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Das war so ein kleiner Test, ja. Immer für neues, cooles offen und ja, also auf jeden Fall eine coole Idee von Fanta. Und mit so einem kleinen Überraschungseffekt auf jeden Fall. Schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht, aber halt auch nicht ultra geil, aber na, kann man sich mal holen, denke ich. Wenn man was anderes mal als Erfrischungsgetränk trinken möchte. Ja, ja gut, dann das soll es gewesen sein. Ich verabschiede mich, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.